Hallo meine gepflegten Freunde des LS19. Willkommen hier zurück auf der Weide mit dem lieben Florian. Hallo. Einen wunderschönen, ich bin gerade in die Ballen reingefahren. Mit dem Ball, perfekt. So, Mutterdrüne. Ja, so. Kann man lassen. Rückwärtsgang reden. Zeppelin und direkt aufs Gaspedal. Oh, okay. So. Ich habe leider nicht dran gedacht, den Frontlader zu wechseln, aber gut. Das machen wir dann eben. Den sehen wir jetzt nur so lang, bis die Aufnahmesession vorbei ist. Und dann hole ich mir einen anderen, wenn ich da dran bin. Ja, warte, wir müssen mal gucken, ob oben der Ballen liegen. Aber warte mal, das heißt, wir müssen jetzt dann eigentlich düngen, ne? Jo. Ich weiß, aber. Kann man den Boden. Tust du da mit dem. Tust du da mit dem Steier dieses komische Bodenproben nehmen, weil ich würde dann gleich zum Düngen fahren. Ja, ich muss jetzt nur gerade nochmal die Ballen hier schnell wegholen. Die von auf dem Feld liegen auf jeden Fall. Damit die nicht stören. Und dann kann ich das gleich machen. Ich muss nur. Ich weiß, das war genau das, was ich fragen. Und zwar, ich weiß es halt nicht, kann man den Boden überdüngen? Also kann man den Real Life Boden überdüngen? Ja, ne? Ja. Dann ist die Frage, ob man das im Spiel auch kann. Weil, haben wir jetzt hier alle Ballen? Ja, ne? Sieht gut aus. Weil halt eben, oder was meine ich, mich irritiert, man kann ja bis zu 280 Kilogramm pro Hektar machen. An Dünger. Und das ist dann im dunkelgrünen oder grünen Bereich. Normalerweise heißt der grün, alles im grünen Bereich, alles gut. Das ist die Frage, ist, wenn es jetzt richtig dunkelgrün ist, ist dann zu schlecht oder ist dann perfekt? Das weiß ich halt nicht. Oh, warte mal, wieso war ich jetzt eigentlich? Ich schätze, dass dieses komische Deutschgrün da, keine Ahnung, ja, ich sag's einfach mal Deutschgrün, dass das perfekt ist, sein soll oder ist oder. Ja. Ja, wenn dann der Farmer ist, ja, oder ihr schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr da drin schon ein Profi seid und dann noch ein bisschen besser wisst als wir. Liegen jetzt noch Silageballen auch noch rum? Ja, kenne ich mich gut aus, aber im Spiel. Liegen jetzt noch Silageballen rum an die Wiesen oder? Ja, ja. Okay, gut. Dann mache ich die dann nochmal weg. Der Deutz hat fast so wenig Ölanschlüsse, ne? Braucht der Düngerstreuer so viele? 8 Stück. Als ob? Ja, gut. ja. Warte mal, haben wir so ein Düngedingsbums am Händler? Nee, wir müssen Paletten kaufen. Oder warte mal, ich weiß gar nicht, ist bei Gravis. Du kannst da hinfahren und da was aufladen, aber ich weiß nicht, ob du da Dünger aufladen kannst. Wo? Bei Agravis, da oben, wo ich letztens war. Da, wo der Kramer steht. Da kann man auf jeden Fall Sachen ankaufen. Oder aufladen, aber ich weiß. Soweit ich mir denke. Wo ist denn das? Ganz links oben. Fast ganz links oben. So. Wolle Verkauf. Tankstelle. Agravis. Da ist Kalk und Dünger Ding. Kalk und Kalksaatgut. Das ist Dünger. Ich hab besucht dich, Depp. An der Tankstelle nachgucken, dass da irgendwo Dünger ist. Also in der Mitte war was Weißes. Ja, aber ob das ist ein Dünger-Symbol mit drauf. Ich fahr mal hin. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich da hinkomme, aber ich fahr mal los. Aber mal just for fun, let's go. Ich weiß halt nicht, ob ich ein Gewicht brauchen werde. Nee, weil du hast ja, der hat ja eine Achse. Deshalb, nö. Ja, und wenn dann merkt man es ja. Wenn er vorne bloß schwimmt. Vor allem, der hat ja vorne, also der hat ja Schräghaube. Ja. Deswegen meine ich halt. Weil er dann vorne nur leichter ist, meinst du, oder? Ja. Oha! Ja, das merkt man dann schon. Der Düngestreu ist auf 25 zu klassen. Ich war 40. Egal. Ja, das ist noch alles gut. Bin ich richtig? Du musst halt in der Straße links. Ja, nee, echt. Ja, echt. Und ich muss durch dieses komisch die Ortschaft durch, oder? Ja. Wenn die Ortschaft anfängst, gleich rechts, da kommst du am besten links. Laut meiner Erfahrung.
Kreisverkehr. Gleich rechts! Mhm. Also im Kreisverkehr schon rechts, oder wie? Ja, genau. Und dann, wenn die Ortschaft anfängt, wenn das erste Haus siehst, auch direkt rechts. Ich vielleicht auch die Spanngurte wegmachen können. Oh, vielleicht. Oh. Ich glaube, ich bin ja falsch. Wo bist du denn? Ja, oh, im Gott. Kreisverkehr rechts. Ja, nicht so, ja. Nee, da kommst du nicht hin. Da komm ich nicht mehr hin. Da geht kein... Oh, nee. Ja, du hast... Ich hab gerade gefragt, im Kreisverkehr gleich rechts. Eieiei, du kämpfst aber ganz schön, du. Ich hab nicht gewusst, dass da noch vorher noch eine Abzweigung rechts sind. Die hab ich bei, wo ich das erste Mal gefahren bin, nicht gesehen. Da sieht man mal, wo du alles hinschaust. Ja. Oh. Ich hab da auf die kleine Map geguckt, weil ich nicht wusste, wo ich längs muss. Da gleich rechts. Also von da, wo ich jetzt herkomme, stand wahrscheinlich rechts, normalerweise. Würde ich mal sagen. So. Ich hab keine Ahnung, ob ich... Ah, da hinten sehe ich schon was. Wenn das war, ich querbeet. Ich hab Pflegeberufung. Aber der Düngerstreuer nicht. Egal! Das geht schon. Sieht man dich. So, wie schnell ist denn da drin erlaubt? Oh. Eieieiei. Haben wir jetzt alle? Ja, ne? Aber wir haben keinen mehr gesehen. Bis auf der Silageball da drüben, den haben wir schon gesehen, aber den packen wir nicht da zum Stroh rein. Wo ist denn der jetzt? So. Hier ist halt Aufladerohr. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mit dem Kram nicht aufladen muss. Ich weiß halt nicht mal, wo der steht. Der steht direkt ganz am Eingang gleich normalerweise. Ich hab da nichts gesehen. Das müssen wir hier mal. Ach, hier steht er. Der steht nicht am Eingang, sondern ganz anders da. Ja, nicht direkt am Eingang, aber in der Nähe. Am Ausgang. Ja, ein oder Ausgang. Ja. Das war Ausgang. Da darf man nicht langfahren normalerweise. Also das sollte man normalerweise nicht rausfahren. Reinfahren. Ja doch, müsste jetzt gleich passen. Jetzt kann ich die normal angrapschen, oder nicht? Ja doch, geht. Oh. Vielleicht bin ich noch ein bisschen vorbeigefahren. Möglich. Dreh in die Kammer. Und funktioniert? Ich weiß ja nicht, ob das Kalk oder Saatgut ist oder sowas. Ja, du musst halt gucken, reinfahren und dann siehst du es schon. Da kommt nichts raus. So, drücken die mal ein bisschen hinterher. Zack. Da kommt nichts raus. Ich kann ja nicht aufladen. Ja, da weiß ich auch nicht. Gucken wir mal, ob du dann einfach R drücken kannst. Ah, doch. Geht doch. Hallo? Ja, okay. Oh, das ist nicht so ganz einfach hier mit dem Frontlader. Da Dünger! Machen. Oh! Ah! So, warte, da können wir das so. Warte, ich hab da eine Idee. Kann ich da nicht eigentlich auch. Achso, mit der Schaufel ranfahren? Mit der Schaufel kann ich ranfahren und R drücken. Ja. Kann ich da nicht eigentlich auch mit dem Düngestreuer da reinfahren und R drücken? Ja, das habe ich als erstes auch gemeint gehabt, dass du das magst. Ach so! Och Mann, Flo! ich hab das gar überhaupt nicht bedacht, dass man da auch einfach mit dem Schaufel ranfahren kann und R drücken. Ja, du hast gesagt, ich muss da wahrscheinlich shippen. Ja, weil halt der Kram dran steht, deswegen habe ich es für mich als logisch empfunden, dass man halt wahrscheinlich das aufladen muss. Aber ich weiß nicht, wieso der Kramer sonst da steht. Keine Ahnung.
Ja doch, man muss normalerweise ja schon aufladen, aber ich glaube, das geht auch, wenn man einfach Rennfahrt. Ja. Normalerweise. Normalerweise schon, ja. So, ich pack den jetzt einfach mal da drauf. Ja. Doch, geht! Ha! Befüllung starten. Mhm. Perfekt. Ja, da kann ich einfach... Z. B. Ja, doch, geht. Braucht aber ganz schön lang, bis es voll wird. Ja. Ich habe jetzt einfach mal die Luzi voll gemacht. Ja. Bevor wir da 15.000 mal hochfahren. Ich weiß nicht, ich weiß halt den Verbrauch nicht. Das war dem Gaun jetzt schon weiß ich auch nicht. Weg. Dann würden wir nämlich hier mal Dingens machen. Die Bodenproben ziehen. Warte mal, Stickstoff-Mineraldünger ausbringen. Noch keine Werte erkannt. Ausbringmenge automatisch. Da wird das schon seine Richtigkeit haben. Ja, du musst schon. Außer du musst das dann irgendwie am Feld einstellen. Ich weiß halt nicht, wenn ich aber automatisch stelle, ob er dann sich automatisch darauf einstellt, was eine gute Ausbringmenge ist, oder ob er dann einfach Maximum raushaut. Das weiß ich halt nicht. Da fragst du den Falschen. Deswegen habe ich gesagt, fahr einfach mal ran ans Feld und dann gucken wir einfach mal. So, ich ziehe jetzt erstmal hier von Feld Nummer 1 Bodenproben, oder ist jetzt 2? Das ist die 1. So, hier vorne ziehen wir die Boden. Ja, warte, wir fahren ein Stück rein. So. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder am gleichen Ort rauskomme, wo ich gerade rein bin, aber egal. Also, X. Dann V. B. Ich hab's glaube ich richtig gemacht. Sehe ich das jetzt irgendwo? Wie heißt denn die Ortschaft hier? Netzdorf. Da, ändere Bodenprobe eine. Dann fahren wir mal ein Stück weiter, da drüben an die Ecke. Ein Stück, so. Dann lassen wir hier mal runter. Machen wir auch nochmal. Mal in jede Ecke einmal und dann in der Mitte. Ich glaube, wir hätten dem doch die 100 PS geben sollen. Echt? Die zieht ein bisschen arg. Love. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob es die 10 PS so ausmachen. Ja, stimmt auch wieder. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sogar das richtige Mal, was ich hier mache, aber ich versuche es immer mal. Hier muss ich rein. Die Maße ist abzuschätzen. Jo. Ja, dürfte wieder passen. No. Boah, Alter. Ja. Wer hat denn da das Gewicht hingestellt? Achso, da, da vorne. Hey, ich war's nicht, Nini. Nee. Ich habe es einfach mal angekuppelt. Wie viel Arbeitsbreite hatten der? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsst ihr im Menü nachgucken. 24 Meter steht dran. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich stimmen. 24 ist normalerweise die genormte, die normale Arbeitsbreite in dem Teil. Arbeitsbreite, Arsch. So, haben wir ein Maxi. 26 wird von VCA vorgeschlagen. Ja, dann lassen wir mal 26 und dann sehen wir es ja sowieso. Ob das passt oder nicht. Machen wir hier nochmal mal. Ich weiß halt die Range von dem Teil halt nicht, ne? Oder sieht man das irgendwo? Nö, sieht man nicht.
Das heißt, ich kann mal machen, ich fahr jetzt mal nochmal da hin. Oder bist du angekommen? Ah, nee, komm. Aber weiter. Machen wir hier nochmal eine. Und dann fahren wir in die Mitte ungefähr vom Feld. Und dann sehen wir es ja sowieso. Doch, schaut gut aus. Ja, das müsste die Mitte sein. Ich bin ja auch gerade fleißig am Rumfahren. Ich schicke die Fahrer jetzt dann einmal nochmal runter und dann schicke ich die einmal mal ab. Ich kann ja jederzeit nochmal neu machen, wenn jetzt irgendein Teil vom Feld noch nicht erkannt worden sein sollte. Was ich nicht hoffe. Das siehst du doch dann auch, das ist dann so dunkelrot. Was? Wenn das Feld erkannt wurde, ist es dunkelrot. Auf der kleinen Karte. Ach, da sieht man den. Ah. Ach, hier sieht man. Ah, lol. Das sieht Sag man mir nicht, du hast die jetzt schon abgeschickt. Ah. Nee. Ich hab's schon richtig gemacht. Aber jetzt schicke ich sie ab. Bodenprobe. Nee. Senden. Z. Ja. Da kann ich jetzt eigentlich zuklommen. Irgendwie ganz die 26 Meter stimmen nicht. Ja. Also war meine Schätzung noch immer so schlecht mit der Range. Hat er gepasst. Dann machen wir das Teil weg. Beziehungsweise. Wenn man sogar. Oh, aber das kann man nicht. Wo wollen wir das hinstellen? Was? Die Silageball? Ne, die Bodenprobengerät. Na komm, ich mach das hier rein. Da wurde das ganze Mähzeug slot. Wieso steht? Egal. So. Und hier zu. Da. Auf. Ja. Tür auf. Ja, ab und zu denke ich dran. Oh. Ja, wieder 1200. Ah, und das stellt er doch automatisch aus. Was? Das Teil. Ach so. Zack. So, passt. Und dann holen wir uns wieder unseren Ballenwagen und dann holen wir die Silageballen ab, ne? So, warum ausfahrt raus? So. Zack, dann machen wir das Spangl drüber. Ja, das, ja, so. Warte, haben wir schon die Analysen geschickt bekommen oder noch nie? Ja, ich muss ja da drauf gehen. Ah, die sind da. pH ist genauso wie da drüben. Ja, ähnlich. Was haben wir da bodentechnisch? Ah, wir haben diesmal lehmiger Sand und sandiger Lehm. Bisschen was. Okay. Ertrag. Ja, okay, momentan scheiße. Oh! Komplett dunkelrot. Da ist 0. Feld 1 braucht dringend düngen. Weil eins braucht ganz dringend Düngen, weil da ist komplett dunkelrot. Okay, gut. Das heißt, auf diese 80 liegen Ballen, oder? Nee. Doch. Okay. Oh Gott, ey, das. Jetzt düngt er mich mit, Alter. Ach, vielleicht wird jetzt aus dem 415, vielleicht wird jetzt aus dem Steyr CVT in Terrus. Mm. Oh, ja, passt. Gut, dann fahren wir. Wow, Flo. Ja, es gedüngt man, da wächst dann. Nee, da braucht Spezialdünger. Ja. So, warte mal. Im Namen von Red Bull, was? Ja, doch, ich bin hier richtig.
Hier vorne. Jo, gib Gas. Muss ich da rein, ja, ne? Der Deutsche ist da ganz schön schwach auf der Brust, hey. Echt jetzt? Der quält sich hier der Berg ganz schön hoch, du. Ja, okay, vielleicht ist er halt für den, wahrscheinlich findest du doch ein Ticket zu klein. Ja. Oh, so. Wollen wir hier rein? Ah. Ich glaube, der Zuschauer hat auch bloß gedacht, dass wir den bloß für die Bodenproben nehmen. Ja. Ja, aber okay, für Spritzen oder sowas, da kann man ja easy hernehmen. Also. Normal schon. Bis düngen, ja, okay. Diese halt dann doch mal vielleicht einen kleinen Ticken zu klein. Alter, bin ich halt schon im dritten Gang. Das geht dann schon, aber. Oha, ja, das ist wirklich komplett dunkle Route. Ja. Du hättest vielleicht gleich Wiese 81 mitmachen können. Ach stimmt, die Wiesen brauchen ja auch, ne? Ja, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt hier die Ballen hier runterkriegen. Wenn wir das immerhin schon mal abgeschlossen haben. Nicht, dass das hier plötzlich wächst und dann fahren wir das alles platt. Das hatte ich eigentlich nicht vor, nämlich. Ja, zack. Ah, das ist. So. Hier ist er da, wa? Das war ein bisschen knapp, aber ging noch. So, mit der Gruppe runterschalten. Ja, wieder ein bisschen. Haben wir eine Sämaschine mit Dünger? Kann ich dir momentan gar nicht sagen. Ob wir jetzt eine mit oder ohne haben. Du hast den Teil stehen lassen. Du hast den Teil nicht mitgedingt. Das ist ein ganz kleiner Teil. Achso, hat er nicht angenommen. Jo. Wo? Achso, ja, okay. Ja, okay, aber das ist. Ja, okay, ich hab danach halt ja Spurspiel, wie man die Range sieht. Weil ich dann zu Zufall einfach mal die kleine Karte geöffnet habe. Achso, ja, okay, dann. Weil ich hab die normalerweise immer zu. Wir dachten, das sieht man so, aber wenn man es natürlich auf der kleinen Karte sieht, dann. Oh. Ja, sind aber auch ganz gut Ballen im Untergang. Dass das jetzt nicht das, die größte ist. Oh, wieder fast am Ding vorbeigefahren. Kercher. Ach so. Aber gut, ja, kann ich verstehen, dass mir so viel. Wer ist denn, dass der so viel Ölschläuche braucht? Der muss ja zwei sind ja schon mal für hinten die Klappe auf und zu machen. Ja. Dann nochmal zwei sind für den Antrieb von den Tellern. Dann nochmal zwei sind für das Bandlaufwerk. Ja, okay. Dann nochmal zwei sind für die Deichsel auf und abzulassen. Ja, gut, ne? Für die Deichselfederung. Okay. So, machen wir jetzt aber gleich Spanngurte drüber. Nicht, dass sie uns schlussendlich wegflutschen. Das wollen wir natürlich nicht. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, wo liegen denn dabei? Da hinten, ne? Na, da oben liegt keiner mehr. Dann holen wir uns die. Kann ich einmal wieder runterlassen. Da sind nur noch zwei, oder? Nee, ja. Unsere Ding kann bloß 10. Achso. Sämaschine. Ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann fahren wir da nochmal mit Düngesteuer drüber. Ja. Liegt da jetzt hinten jetzt ein Buschen. Und da haben wir keinen vergessen. Da liegt auch keiner mehr rum. Nö, wir haben alle. So, dann packe ich die ungefähr ein bisschen weiter hinten in die Mitte. Ja, hier ungefähr. Runterschalten.
Zack. Wo ist das komische Teil hin? Hm? Wo ist das komische Teil hin? Achso, du meinst den Dingens? Ja. Ich hab den da reingestellt, wo unsere Wiesenbearbeitungssachen noch drin stehen. Da steht er normalerweise. Ach, da hinten. Mhm. Da hinten. Mhm. Theoretisch, wenn wir den Gator hätten, dann hätten wir da prima da hinten reinfahren können. Wo? Da, wo der kleine Eingang ist. Ach so. Oh mein. Ich hab doch gesagt, wir brauchen den Gator und nicht den... Ja, okay. Jetzt kann ich, hätten wir sonst überhaupt einen Traktor mit Pflegebereifung? Mein Johnny kann's auf alle Fälle. Ja, genau, stimmt, der Steigler kann's auch. Ja, ja, trotzdem. Wenn sich die Zuschauer in Deutsch wünschen, und sowieso Deutsch hat man eh so gut wie kaum auf dem Projekt, ne? Jo. Oh ja, die Ballen sind weg, aber wir dürfen uns für die heutige Folge auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf draufhören, falls nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store bei Heide. Und bis dahin wünschen wir allen einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.